Hallo, Harley hier. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen mit der Schnapszahl Folge 88. Da laufen wir jetzt einfach. Oh, die ziehen immer noch ordentlich ab. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir alle keine Rüstungen haben. Ne? Wir versuchen das jetzt mit unserem Picard, ob das so richtig ist oder nicht. Hinfortverfluchte, wer ist denn schon wieder? Haben wir jemanden, der einen Fluch aufheben kann? Unser Waldläufer zum Beispiel. Entgiften, bla 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 bla. Bla 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 bla. Kannst du das selber? Paralyse, entgiften, Wunden heilen, Tagesschutz. So ein Entfluchen wäre schon schön. Krankheit unterdrücken und Tote, ne. Also, ja. Ende. So, zaubern. Nach Vertigo. Folge fängt wirklich klasse an. Kann ich helfen? So, Fluch weg. 1000 Tacken wieder. Für den Arsch. So, ne, warte mal, zaubern nach Asp. Und wieder raus, jo. Und wieder hin zur Sphinx, anders wird noch. Na, wo ist sie da? Kommt herein, Ja, doch vielen seid Dank, ja, gewarnt, ich weiß, Mistborn. sehr gefährlich und alles in Ordnung, alles schön und gut. Ich hab hier keine Probleme. Ja. So, ich frage mich gerade, hat dieses Ding mich verflucht? Deswegen springe ich da gerade mal rüber. Ich weiß nämlich, ich glaube, der hat vorher nicht so komisch geguckt, als wäre er verflucht worden. Ich bin mir da aber natürlich mal wieder nicht sicher. Wer denn jetzt? Wie? Wo? Wer? Wann? Wann? Der war fit. Der Typ war top fit. Verdammt. Boah, zaubern, zurück nach Vertigo. Der war doch wirklich top fit, oder bin ich jetzt gerade doof? Der wurde doch entflucht. Kann ich helfen? Fluch weg. Mal gucken. Der ist okay. Zaubern nach Asp. Durch die Tür. Weiter in diese Richtung. Hallo, Sphinx. Kommt herein, doch seid Laber mich gewarnt, nicht zu. drinnen lauert der Tod. Na. So. Zaubern, Sprung. Er ist nicht verflucht. Er ist verflucht. Dieses Feld hier. Nach dem Eingang. Okay. Zaubern. Vertigo. Blub. Boah. Leute, das kann länger dauern. Das ist doch nicht wahr. Warum verflucht mich dieses Feld? Zaubern. Portal. Ab nach Asp. Raus aus Asp. Wir werden das bestimmt noch öfter machen. Wir sind da doch schon mal und ja, ich weiß auch, warum wir da schon mal unentflucht hingekommen sind. Wir haben das Leutsignal dann da gesetzt. Hast du das da noch drauf? War das nicht er? Nee. Ah, ist ja gut. Die Hoffnung war da. Ist in Ordnung. Kommt Ja. herein, doch Ist ja gut. seid Ja, lass gewarnt, mich in Ruhe. Ich werde Mistborn, diesen Weg noch so oft gehen. der Tod. Oder man müsste immer danach das Signal setzen. Dann müssen wir aber diesen ganzen Scheiß nachher, wenn das mit dem Picard jetzt falsch ist, nochmal gehen. Okay, sollte der Picard jetzt wirklich falsch sein, hab ich halt Pech gehabt. Neu. Leutsignal.
Zaubern, setzen. So. Zaubern, Vertigo. Ihr könnt mich mal, das ist doch... Wer denkt sich so einen Scheiß aus, dass unser Paladin da auf jedem Feld verflucht wird? Das ist doch... Ich will doch nur wissen, ob das so stimmt, wie ich mir das denke mit dem Lösungswort. So, jetzt stehen wir hier. So. Picard. Na, guck mal. Ist also schon mal falsch. Warum eigentlich? Picard? Wird das nicht? Habe ich das jetzt gerade irgendwie einen Tippfehler oder so gemacht? Okay. Picard wird uns umbringen. Thron der Legenden, sollen wir nicht draufsetzen? Schade. Ein Buch. Wer will lesen? Das Buch scheint eine Sammlung von Picards Lieblingsabenteuern zu sein. Ihr öffnet es und beginnt zu lesen. Und dann nahm Prinzessin Sheila. Anmerkung, der folgende Text wurde zur Rettung der moralischen Gesundheit unserer Spieler gestrichen. Ey. Das Buch ist ausgehöhlt und dient wohl zur Aufbewahrung von Zigarren. Aha. Picard ist Raucher. Ach. Und jetzt kriegen hier plötzlich auch irgendwelche Kisten auf, oder was? Du hast doch vorher keinen einzigen Sarkophag aufgekriegt, aber den hier, den schaffst du. Hauptsache, diese komische Phasenmumie ist da. Die Sammlung von Picards Lieblingsabenteuer zu sein, öffnet das Buch und beginnt zu lesen. Enkoplius löst das Schwert in der Scheide. Es sah ganz nach einem weiteren Kampf mit den verhassten Narren aus. Bargus, der Magier der Party, zitterte vor Angst. Der erste der Narren ging einen Schritt vor, um Enkoplius Schwert zu empfangen. Der nächste folgte, keinen Deut weiser durch die Beobachtung des Schicksals seines Vorgängers. Na dann. Nun, wieder Lieblingsabenteuer Bruno erschlug mit seinem massiven Breitschwert einen weiteren Bettler. Wie ich sagte, diese Stadt ist toll. Sieh nur hierhin. Ein guter Trainer, eine Bank, eine Verzeihung. Zwei weitere Bettler mit ihrer schrecklichen Krankheit näherten sich Bruno und unterbrachen ihn in seinem Gespräch. Das Schwert blitzte zweimal auf und zwei weitere Blitter gingen nieder. Wo war ich doch gleich? Ah, ja. Dieser komische Picard, der hier wohnt, ist, naja, seltsam. Mit Tür. Gegner? Nein. Nochmal ein Sarkophag, wieder eine Mumie. Ich habe bei der anderen nicht reingeguckt, ne? Aber ich glaube, das muss man, ne? Das hatten wir ja bei dem, das ist jetzt lange her, bei dem komischen Vampirlord in Wintertod, nee, nicht in Wintertod, in Nachtschatten ja auch. Picard der Alte. Der sieht auch schon ein bisschen alter. So, ihr wollt also die Melodie des Öffnens. Was könnt ihr mir denn im Austausch anbieten? Ich reise schon seit tausenden von Jahren und ich habe schon alles gesehen. Nun, fast alles. Es gibt eine mysteriöse Sache, die ich nicht gesehen habe. Ich nenne es kleines Etwas. Das ist ein hypothetischer Gegenstand, dessen Existenz niemals bewiesen wurde. Habt ihr davon gehört? Nein. Dann solltet ihr Harlon, den Erfinder, etwas nördlich vom dunklen Turm besuchen. Er ist der Erste, der mit von seiner Existenz erzählte. Ach ja, das ist auch mein Lieblingsrechtschreibfehler am Computer. T und R vertauschen. Okay, nördlich vom dunklen Turm. Irgendwas über ein kleines Etwas in Erfahrung bringen. Mach Uff, genau, töte die Mumie. Da ist nix. Gibt's hier sonst nichts? Nein? Okay. Wir zaubern, setzen. Ja, setzen. Und dann, ja. Der dunkle Turm ist in der Nähe von Flussstadt, ne? Ja, so. Ist das dann hier? Da ist nichts. Genau, hier ist der dunkle Turm. Da ist nördlich vom dunklen Turm.
Ihr habt die Lava nicht. Warum seid ihr, steht ihr hier rum und verschwendet Zeit? Statt nach der Lava zu... Aha. Findet den Lavastein und bringt ihn zu Harlon. B396. Oh Gott. Hm. Der ist bestimmt in diesem Drachenhöhlen Dungeon, wie auch immer das Teil nochmal hieß. Da, wo wir regelmäßig Steuern zahlen müssen oder Zinsen oder was auch immer wir da immer abdrücken, als wir das erste Mal drinne waren, wo ich 2000 Tacken zahlen musste und die hatten wir nicht. Wohl, die hatten wir schon, aber keinen weiteren Cent habe ich da freiwillig gelassen. Da wir da ja wohl bestimmt nicht nur aus einem Mal zahlen müssen, werde ich jetzt unser letztes Geld aus der Bank rauskratzen und das Beste hoffen. Seid willkommen. Abheben. Gold. 271333. So, wir haben fast 300.000 Tacken. Zaubern uns doch mal wieder nach Flussstadt. Ah, nee, nein. Ah. Ist ja hier nördlich von die... Wir wollten in die Lava gehen, in diese, ja. Drachenhöhle, schlag mich tot. Zaubern. So, wo war denn die... Wupp. Ist das... Ja. Die sieht danach aus. Vulkanhöhle betreten. Nee. Ach nee, das ist diese andere Höhle. Die uns nach Shangri-La bringt. Die wir suchen, ist nämlich die. Die Drachenhöhle. Oder was? Oder gibt's das Teil in der Lavahöhle? Ich weiß es jetzt nicht. Speichern als, ne? Das übliche halt. Okay. Überschreiben, ja. Let's Play 64. So. 2029 Edelsteine sind weg. 2000 gegen, ja. Ey. Wenn ich mir das hier aber so angucke, das hat... Okay, auf diese Brühe... Naja gut, bringt... ja, jedes Mal, wenn wir über so ein Ding rübergehen, müssen wir blechen. Warte, zaubern, neu, Sprung. Vielleicht kann man sich hier das ersparen. Hahaha. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Und eine Sackgasse! Drachen sind gemeingefährlich und gönnen uns nichts. Das hat hier, glaube ich, keinen Sinn. Das bringt uns doch nichts. Da ist vielleicht bestimmt wieder eine Sackgasse. Da geht's nochmal in so eine... Hier gibt's das Teil nicht. Das wird nicht hier sein, das wird die Lavahöhle sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass es die Lavahöhle ist, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich jetzt unser ganzes Gold hier... ja, lass mich erstmal von da... Ja, lass uns einfach nur über... Ja, wir laufen einfach nur über die Lava, alles andere ist egal. So, wir suchen Lava in der Lavahöhle. Das ist vielleicht ein bisschen intelligenter. Geht's da weiter? Nein. Hier auf der Seite ist ja auch was zaubern. Mal einen Teleport versuchen. Ich denke ja immer positiv, dass irgendwo zaubern 2. Ist das ein Weg, den wir schon mal gegangen sind? Die Nische ist leer, die ist auch leer.
Hier geht's runter. Also ist das wahrscheinlich der Weg, den man aus Shangri-La dann kommt, ne? Die sollen alle nicht geöffnet werden. Die hatten wir wohl alle schon geöffnet oder geguckt und nur die eine durften wir öffnen, ne? Ja, scheint so. Ne, ja, es sieht so aus. Da ist leer. Da hinten scheint, ist noch eine Nische, in der auch irgendwelche komischen, weiß ich nicht. Sieht aus wie die Köpfe vom Alien, nur mit Augen statt einem zweiten Maul da drinnen. Und noch ein paar Maulen an der Seite. Grinst euch böse an, ihr glaubt, dass plötzlich verlangen, ihn zu zerschlagen. Schädel vernichten? Ja. 250.000 Erfahrungen, aber sonst nichts. Ja. Hier geht es wieder zum Ausgang, habe ich begriffen. Zaubern. Nehmen wir mal 3. Mist, ein mehr und wir wären wenigstens im Traum auf dem Boden gelandet. So. Ach nee. Die müssen bleiben, damit genau das hier auftaucht. Ach, seid doch einfach still. Die Dämonen sind immer noch nicht das, was sie mal waren. Hier ist auch nichts, was irgendwie wie mitnehmbare Lava aussieht. Oder gibt es die in Shangri-La? Wenn hier so viele Viecher sind, waren wir dann hier überhaupt schon? Wäre die nächste Frage. Weil zum einen erinnert mich das sehr an den Weg, den wir da runtergegangen sind. Ne, die Lava kann ich nicht aufheben, das musste ich jetzt ausnahmsweise mal ausprobieren. Auf der anderen Seite, warum sind hier noch Viecher? Das ist leer, hier geht's nochmal runter. Das müsste jetzt glaube ich schon sogar die letzte Ebene sein, ne? Vulkanhöhlen, Ebene 3. Ich weiß nicht mehr. Oh, das muss eine der ganz frühen Folgen gewesen sein. 10, 15 oder sowas, ich weiß es nicht. Wo wir diese Quests angenommen haben. Das muss ich dann ja auch nochmal nachgucken. Um das rauszufinden. So, so, so. Ja, jetzt werden wir gleich wahrscheinlich unten in Shangri-La ankommen und haben nichts gerissen. Aber die Dämonen sind wieder da. Das irritiert mich. Ist da irgendwas, was nach mitnehmbarer Lava aussieht? Nein. So, wir brauchen die Lava von irgendwo, um diesem Typen in dieser komischen Ecke dann vielleicht einen Tipp zu kriegen, wo wir dieses kleine Etwas herkriegen. Womit wir dann Picard dazu bringen, uns die Wörter des Öffnens zu geben, die uns dann irgendwas bringen sollen. So, leere Nische. So, ja, und jetzt sind wir genau in Shangri-La. Nur eine Fackel. Wenn ihr magisch gealtert seid, können die Druiden euch helfen. Sucht erst den Sommerdruiden. Das ist nett. Nur ein Schwert kann Xin töten. Das liegt in den Ruinen des Dungeons unter Neuburg. Das wissen wir eigentlich auch schon. Ist auch nur eine Fackel. Ich gehe das jetzt durch. In der Schenke von Shangri-La hört man die interessantesten Gerüchte. Der Name der Sphinx ist Golux. Ja, die Sachen haben wir alle schon mal selber rausgefunden. Das ist nur eine Fackel. So, Besucher willkommen. Das ist auch nur eine Fackel. Und das ist, ihr seht aus, als wollt ihr in der Gilde Shangri-La Magier Mitglied werden. Ach so, das passiert dann immer und immer wieder. Gut. So, Mitglied der Gilde. Die Bibliothek ist Wiederbeleben, Sonnenstrahl. Oh, das ist aber auch teuer. Oh, du kannst aber noch viel lernen. Wasserwandel, Krankheit heilen, Feuerenergie oder irgendwas Wichtiges? Heiliger Bonus, hellen Blitz? Nö.
Paralyse, tödlicher Schwarm, Feuerrüge, Sonnenstrahl, blub. Ich möchte immer noch so gerne Implosion haben. Wo ist auch 1000 Punkte Energieschaden? Ja. Ich möchte den gerne mal ausprobieren, ob der was gegen... Obwohl 1000, wenn ich bedenke, dass wir schon mit unseren Leuten über fast 6000 Lebenspunkte zum Teil haben, glaube ich nicht, dass 1000 da noch irgendwie irgendwas bringen. Alles für 100, das hatten wir ja schon. Was ist das für eine Nische? Auch nur eine Fackel? Der Tempel wird uns wohl nichts bringen. Lächle, dein Gesicht wird gerade via Fernsehen in Millionen Haushalte übertragen. Die Kamera ist in deinem Monitor versteckt. Hallo Leute. Ich wusste gar nicht, dass ich mit Facecam spiele. Ja. Das war der Tempel. Dann ist das, genau, das ist das hier die Schmiede. Nunchucks, ja, Zufallshelm, schön, alles klasse. Ist hier auch noch irgendwie eine lustige Bank, die man besuchen kann? Nein? So. Die Schenke, jetzt haben wir sie. Oh, hallo. Mein Gerücht, Lorxin schloss über den Wolken von Dasoks Turm. Das, habe ich begriffen. Nehmt einen Drink, okay, dann, oh ja. Ein Tipp? Du bist betrunken. Bis später. Ja, und jetzt schlaf deinen Rausch aus. Und jetzt bist du schwach. So, nochmal geschlafen, dann passt das auch wieder. Zaubern und Mist. Und zaubern und... Bis später. Nee, jetzt da nochmal ist ja doof. Man sagt, dass Postfolk für ein Laboratorium ist. Kein großes Geheimnis, wenn er mich fragt. Ja, Shangri-La heißt euch willkommen. Ja, schön. Sobald ihr einen Dungeon erworben habt, braucht ihr keine Megakredite mehr. Na dann. Die Monde stehen richtig, wenn ihr bereit seid, die dunkle Seite zu besuchen. Ja, toll. Das ganze Ding hat uns nichts gebracht. Okay. Ich sag dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.